말씀을 드립니다. Der Bär hat viel zu viel gegessen, geschlafen hat auch. Er liegt in seiner Hängematte und hält sich seinen Bauch. Er möchte überhaupt nichts machen, denn er ist so schlapp. Diesen müden, faulen Bären bringt so leicht wohl nichts auf Trab. Unser Bär hat gerade nur diesen einen Willen. Er möchte nur da liegen, ja, er möchte einfach chillen. Aber plötzlich hört er von weitem einen Beat, wodurch mit unserem Bären ganz plötzlich was geschieht. Der Bär gruft, er wird mit seinem linken Bein. Der Bär gruft, das Bein, das wippt von ganz allein. Der Bär gruft und die Hängematte schaukelt hin und her, denn der Bär, ja, der Bär, der mag das Grooven wirklich sehr. Macht ihr sehr schön hier vorne, links, rechts immer. Toll, alle, auch hinten. Oh, sieht super aus. Der Bär, der brummelt ganz zufrieden, das Lied ist echt ein Hit. Der Rhythmus geht mir in die Beine, da wipp ich gern mal mit. Dass wir Bären gerne grooven, das liegt einfach daran, dass man dabei in der Hängematte liegen bleiben kann. Es ist kinderleicht, wenn ihr euch auf den Rücken legt, aber passt gut auf, dass ihr euch nicht zu viel bewegt. Der Bär gruft, er wippt mit seinem linken Bein. Der Bär gruft, das Bein, das wippt von ganz allein. Der Bär gruft und die Hängematte schaukelt hin und her, denn der Bär, ja, der Bär, der mag das Grooven wirklich sehr. Und die Moral von der Geschichte erläuter ich euch gern. Vom Bären grooven lernen heißt im Grunde siegen lernen. Würden alle viel mehr grooven, das erkennt man doch sofort. Dann wäre diese Welt ein sehr viel friedlicherer Ort. Der Bär grooft, er wippt mit seinem linken Bein. Der Bär grooft, das Bein, das wippt von ganz allein. Der hat doch von Strandgymnastik. Wie schön. Schaukelt hin und her, denn der Bär, ja, der Bär, der mag das Grooven wirklich sehr.